einfach köstliche Unterhaltung. Bei Marienhof im Ersten mit Asia-Würzpaste von Maggi. Es wird viel passieren. Ich übernehme für dich die Arbeit nach Foxy, damit du an Kais Motorrad rumschraubst. Ja, das war ja jetzt bloß... Und die Schule jetzt eben, der Anruf? Ich habe halt gestern einen Kurs sausen lassen. Ja, und heute auch. Hab mir Frau Garcia gegeben. Du sollst dort anrufen, noch vor 20 Uhr. Das ist ein Ausbildungsplatz bei Erdogan-Reisen in Berlin. Sie wollen sich mit der Scheiße oder nur bei mir einschleimen. Aber das können Sie vergessen. Ich bin nicht käuflich. Es wird viel passieren. Und was kommt als nächstes? Teure Klamotten, ein Fernseher, ein Laptop könnte ich noch ganz gut gebrauchen. Anne, was soll denn das jetzt? Hör auf damit. Erst wenn er geht. Jetzt ist aber Schluss, halt den Mund. Ich glaube, ich sollte euch einen Moment alleine lassen. Nein, Anne wird sich jetzt bei dir entschuldigen. Auf der Stelle. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Also ich verstehe das nicht. Anstatt an deiner Karriere zu feilen und zur Schule zu gehen, schwänzt du einfach und schraubst mit Kai an einem Motorrad rum. Ich habe einfach die Zeit vergessen, okay? Erinnerst du dich noch, wie schwer das war, überhaupt einen Platz an der Schule zu bekommen? Ja, das weiß ich noch ziemlich gut. Hör mal, du weißt, dass ich normalerweise diszipliniert bin. Ich brauche einfach mal was anderes, um den Kopf frei zu kriegen. Jessie, da herrscht Konkurrenzkampf. Knallhart. Entweder du verdrängst die anderen oder die anderen verdrängen dich. Du kannst es dir aussuchen. Weißt du, wie du dich langsam anhörst? Ja. Wie jemand, der sich Sorgen um dich macht. Nein, wie mein Erziehungsberechtigter. Ich racker mich ab, okay? Jeden Tag, sogar am Wochenende. Und trotzdem gehöre ich nicht zu den Besten. Glaubst du, das macht mir Spaß? Glaubst du, da habe ich Freude dran? Du kannst mir glauben, das macht mich total fertig. Hey, Lilly, hi. Wie geht's dir? Gut, ja. Und bei dir so? Danke, auch gut. Ich wollte dir was sagen. Nur zu. Damit du es nicht von anderen erfährst. Bashiro und ich, wir wollen wegziehen. Okay. Welcher Stadtteil? Nach Berlin. Wir wollen neu anfangen. Wann? Heute Abend. Was? Es ist wegen mir, oder? Auch. So kannst du mich besser vergessen. Du, ich gebe heute Abend eine kleine Abschiedsfeier. Hast du vielleicht Lust zu kommen? Nee, habe ich nicht. Schade. Sag ich mal, alles Gute und mach was draus. Anne kriegt sich schon irgendwann wieder ein. Irgendwann
Irgendwann ist gut. Wann wird das sein? Und vor allen Dingen, wie sollen wir bis dahin die Zeit überstehen? Weißt du, Axel, der ist mir schon so vertraut. Nicht nur, weil wir zusammen zur Schule gegangen sind. Er gibt mir Halt. Es ist alles im Moment nicht für mich so einfach, so kurz nach der Trennung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hoffentlich wird ihm das nicht alles zu viel. Ach nein, das glaube ich nicht. Axel ist doch einer, der genau weiß, was er will. Ja, aber wenn man so abgelehnt wird... Anne meint das doch nicht so. Jeden Mann an deiner Seite würde sie wegbeißen, jedenfalls im Moment. Ja. Ich muss jetzt mal schnell Wechselgeld für Susi holen. Bis später. Tschüss. Das ist viel zu teuer. Für solche Arbeiten zahle ich bei ihrer Konkurrenz 20% weniger. Ja, dann suchen Sie sich einen anderen Dumm, der Ihre Preise zahlt. Hi. Ärger wegen dem Foxy? Nein, man muss denen immer Bescheid sagen, dass sie nicht alles kriegen. Hör mal, wenn dir das irgendwie zu viel wird, dann... Ah, du willst dich wieder reinhängen. Nein, ich habe nur gedacht, vielleicht sage ich meiner Mutter Bescheid, dass sie irgendwas arrangiert. Du musst dir nicht meine Gedanken machen. Ich weiß, dass ich genug an der Backe habe. Ich habe schon alles dazu gesagt. Aber das war ja anscheinend schon zu viel. Ich habe dir nur gesagt, dass du dich nicht aufhören sollst wie mein Vater. Jetzt macht euch nicht fertig gegenseitig. Ah, das sagt ja genau der Richtige. Ich reiß mir den Arsch auf für die Renovierung um Foxy. Weißt du, das muss ich mir nicht schon wiedergeben. Ich wollte eh nur meine Tanzschuhe holen. Oh, wo willst du jetzt hin? Zum Tanztraining? Ist das okay? Das bringt auch nichts. Sie schwächelt noch ein bisschen. Sie braucht halt jemanden, der ihr ein bisschen Feuer unter den Hintern macht. Sie trainiert da schon wie eine Bekloppte. Weißt du, es gibt ein Sprichwort. Weniger ist manchmal mehr. Das aus deinem Mund? Du bist Lehrer. Und Jessie braucht ab und zu mal einen Ausgleich. Sich die Fingernägel kaputt machen? Mit Öle und Schraubenschlüsseln? Es tut ihr gut. Und das, ob du es glaubst oder nicht, dient sogar indirekt ihrer Musical-Karriere. Ich kann dich ja verstehen. Aber so plötzlich... Ja. Aber du kommst doch zu unserer kleinen Abschiedsfeier, oder? Mhm. Ja, ich muss jetzt in den Laden zurück, sonst denkt Susi noch, ich bin mit dem Wechselgeld durchgebrannt. Bis heute Abend, ja? Ja. Mäuschen? Kleines Päuschen? Schwer so ein Abschied, hä? Ja. Tut's dir schon leid? Wenn du willst, kannst du es dir immer noch überlegen. Es gibt nichts zu überlegen. Unsere Zukunft ist in Berlin. Aber nur, wenn wir endlich mit dem Packen fertig werden. Nein, komm, lass uns mal was trinken. Ich bin total pleite. Ich lade dich ein, okay? Hm? Können wir noch mal das Gleiche haben? Kommt. Sag mal, hast du kein Zuhause mehr? Nee, im Moment würde ich nicht. Du hättest die Uhr ja auch mir schenken können. Ich habe auch keine mehr. Mann, Robby, das ist nicht komisch. Ja, sehr gut. Und was jetzt? Willst du dich von dem von zu Hause verdrängen lassen? Habe ich nicht vor. Warum eigentlich nicht? Du kannst ja bei mir einziehen. Ja, klar. Bitte schön. Also, was hast du vor? Ich kann einfach noch nicht nach Hause. Ich muss erst abwarten. Was? Ach, schon gut. Jetzt sag schon. Ich habe Axel irgendwie gezeigt, was ich von ihm halte. Mann, jetzt mach's nicht so spannend.
Naja, ich bin ihm wohl ein bisschen auf den Zeiger gegangen. Sein Gesicht würde ich jetzt wirklich gern sehen. Vielleicht überlegt sich das Anna ja noch mal. Sein und dann sowas. Du, ich hab ein bisschen die Nerven verloren. Ja. Schon gut. Gut, so machen wir es. Ja, ich würde sagen, alles weitere dann vor Ort. Die Adresse ist Marienhof 7. Wunderbar. Gut, dann bis morgen. Wiederhören. Und wie war's? Hey. Nur weil wir uns ab und zu mal streiten, heißt es nicht, dass ich dich nicht trotzdem liebe. Nur, dass du es weißt. Ich dich doch auch. Mein andalusischer Büffel. Ja, das Foxy entwickelt sich langsam zum Fulltime-Job. Bist du sicher, dass du das... Wie gesagt, jeder das, was er kann. Weißt du, ich tue wirklich eine ganze Menge für die Schule. Mehr geht einfach nicht. Ich hab dich zu sehr unter Druck gesetzt. Du arbeitest viel, brauchst auch ab und zu mal eine Pause. Das ist mir jetzt klar. Im Ernst? Man lässt dich einfach ein paar Stunden allein und schon hast du alles verstanden. Doch nicht so büffelig, ja? Unglaublich. Naja, zugegeben, der Mann mit dem Motorrad hat ein bisschen nachgeholfen. Tolle Party, bei der man Kisten schleppen muss. Tja, da spart man sich das Umzugsunternehmen. Hm? Aber echt, du verlässt uns und dafür müssen wir noch schleppen. Dann fällt euch der Abschied wenigstens nicht so schwer. Entschuldigung angenommen. Für eine Villa in Berlin hätte es sowieso nicht gereicht. Eben. Ja, ich wollte ja eigentlich nur mal testen, ob du meine Lilly für eine Stange Geld einfach stehen lässt. Niemals, versprochen. Danke, Yasemin. Das mit der Ausbildungsstelle, das ist echt genial. Naja, ich finde schon schade, dass du gehst. Ich verstehe auch nicht, wie ich so einen guten Azubi wie dich gehen lassen kann. Zumal ich mich gerade intensiv um Familienzuwachs kümmern wollte. Naja, nachts hat das Reisebüro ja geschlossen. Du, ist ja super, dass das mit der Schule in Berlin geklappt hat, ne? Das habe ich alles Detmar zu verdanken. Und was wirst du eigentlich danach machen? Ingenieur in irgendeiner Form. Irgendwann... Wenn in meinem Land vielleicht wieder alles geordnet ist, dann gehe ich vielleicht zurück. Tja, also, das heißt hier immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber wenn ihr beide nach Berlin geht, sehen wir alle wohl eher mit zwei weinenden Augen. Ja, trotzdem wünsche ich euch einen guten Start in Berlin. Und alles, alles Liebe, alles Gute. Ja, alles Liebe und alles Gute. Auf euch. Du weißt, Reden sind nicht so wirklich meine Sache und Abschiede auch nicht. Ich werde dich so vermissen. Dich auch. Onkelchen. Lilly, brauchen wir das? Es ist so schade, dass Manu nicht gekommen ist. Ich hätte mich so gern wieder mit ihm versöhnt.
Hallo. Ist aber nett, dass du mich abholst. Wir müssen reden. Was heißt das? Ich habe nachgedacht. Über uns? Du weißt, wie nah ich mich dir fühle. Wie sehr ich mir eine gemeinsame Zukunft mit dir vorstelle. Oh je. Das klingt nach einem Antrag oder nach einer Trennung. Aber das Ding auch. Komm. Ich könnte das Aber, das du gleich sagen wirst, schon fast hören. Es gibt keine Aber. Es ist, wie es ist. Aber... Siehst du? Da ist es schon. Was? Dein Aber. Ich weiß, welche Bedeutung Anne und Toni für dich haben. Aber wenn Anne so gegen mich, gegen eine Beziehung ist, dann... Wie sollen wir beide glücklich werden? Dann ist dir das also alles zu viel. Es ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir beide das Richtige tun. Das Richtige? Du solltest mehr Raum haben, um mit Anne ins Reine zu kommen. Ich denke, was wir beide jetzt brauchen, ist eine kleine Auszeit. Ach so. Ja, wenn du meinst. Aber ist das wirklich was anderes als eine Trennung? Patienten nicht um. Ich weiß auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich bin ratlos. Hey, Jesse? Lass mal gut sein. Das ist was Größeres, glaube ich. So. Und jetzt hörst du es nochmal. Ja? Ja? Gerade ich. Noch nicht perfekt, aber für den Anfang reicht's ja. Hey, danke, übrigens. Hä? Wofür? Naja, dafür, dass du mit Carlos geredet hast. Er hat jetzt endlich mal was verstanden. Das war doch blanker Egoismus. Wir kommen das Teil hier nie zum Laufen ohne dich. Wir holen den Rest. Ja. Hallo, Lilly. Hi. Ja, schön, dass du doch noch gekommen bist. Ja, ich wollte dich dann doch noch mal sehen. Darf ich? Wahrscheinlich ist das genau das Richtige. Nur manchmal fällt es schwer, das alles zu akzeptieren. Ich wünsche viel Glück. Das wünsche ich dir auch. Okay, ich glaube, ihr braucht noch jemanden beim Schleppen. Ich geh dann mal. Und? Ist er da? Er? Heißt Axel. Du hast es geschafft, er ist weg. Du siehst, du kannst also wieder in Ruhe mit mir reden und musst keine Wertgegenstände kaputt kloppen. Mhm. Ich muss Hausaufgaben machen. Anne? Warum hast du das gemacht? Du hast alles kaputt gemacht. Du bist so egoistisch und gemein. Und vor allen Dingen so undankbar. Und das nach all dem, was wir für dich gemacht haben. Dann schick mich doch zurück ins Heim! Anne! Das willst du doch sowieso!
Anne, ich will nur in Ruhe mit dir. Ja, ich verstehe schon. Hey, ich habe auf das Ganze keinen Bock mehr. Du wirst mich nie wiedersehen. Anne! Ich glaube, das war jetzt alles. Habt ihr den Keller auf der Wahl? Weil den vergisst man nämlich ganz oft. Wenn wir was finden, schicken wir es euch nach. So. Damit das Teil euch nicht um die Ohren fliegt. Bitte. Hey, gute Idee. Ach ja, gibst du den bitte Onkel Thorsten? Mach ich. Und mit wem soll ich in Zukunft Schnulzenfilme angucken? Mit mir. Du besuchst mich einfach in Berlin und dann machen wir die ganze Nacht nichts anderes, okay? Hey, mach's gut, Alter. Du auch. Pass gut auf sie auf. Mach mit deinem Kopf. Dann kannst du losgehen. Gut. Lilly. Wenn irgendwas ist, dann melde dich bitte hier. Sofort. Immer der günstige Preis. Garantiert. Bruno, wie originell. Sag mal, kennst du Hallerwein überhaupt? Ja, sicher das. Ja? Klar. Logisch. Und wieso haben wir es dann nicht in unserem Programm? Ach, das ist doch alles neumodischer Kram. Weißt du, das muss wehtun, damit es funktioniert. Streifen drauf und Ratsch. Meine Chefin, die Sadistin also. Ach, und meine Azubine, die Erneuerin. Mhm. Nein, jetzt mal im Ernst. Wir sollten es den Leuten echt anbieten. Vielleicht stehen die drauf. Liebchen, die Leute stehen auf Schmerzen. Es wird passieren.